So, da bin ich nochmal wieder. Einfach nur, um was zu sagen. Und zwar, ich habe jetzt alle Waffen auf Maximum. Es hat auch nicht gerade lange gedauert. Also ich habe jetzt, weiß nicht, 3 Stunden oder so dran gesessen. Das ist auf jeden Fall echt schon eine Menge. Der Tremor-Handschuh hat dabei am wenigsten Zeit eigentlich gekostet. Eigentlich nur so um die, ja, 1,5 bis 2 Stunden maximal. Und die restliche Zeit hat wirklich die Sense gebraucht. Weil die Sense ist am Schluss sehr, sehr, sehr langsam mit dem Aufleveln gewesen. Da war der Tremor-Handschuh um einiges schneller fertig. Oder nee, warte mal, eben eine Stunde habe ich für den Tremor-Handschuh gebraucht. Und für die Sense habe ich eben halt mehr gebraucht. Egal, ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal sagen, was die letzten Trophies sind. Und zwar haben wir hier. Oh. Wrath of War. Wo sind das denn? Ja, ich muss hier gerade an 2 Sachen gleichzeitig arbeiten. Das kommt nicht gut. True Horseman. Das kann jetzt nur der Spieler. Hä? Das kann jetzt hier nur ein bisschen dauern. Es kann doch sein, dass ich eventuell sogar schon einer der Trophies bekomme. Weil ich meine. Ja, 100 Meilen müssen wir nämlich rennen. So auf dem Pferdchen. Und da müssen wir noch 150 Dämonen eben halt mit auf dem Pferd umnieten. Das dürfte eigentlich so weniger das Problem werden. Weil hier auf dem. Ja, im Ascheland ist eben halt am meisten Platz, da kann man am besten auch reiten. Und, ja, es gibt hier zwar auch ein bisschen Dämonen und so, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt 150 schon so schnell durchkriege. Also ich nehme mal an, dass dauert dann doch ein bisschen länger. Das werde ich auch offscreen machen. Ich werde das allerdings zeigen. Trophäen natürlich. Und ja, haben wir es eigentlich schon fast durch. Und ich sollte vielleicht wieder rennen. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich dabei bin. Freiluftparken zu machen. Also von daher bis gleich. Planänderung. Ich habe was anderes vor. Allerdings, ja, dort. Dort will ich hin. Und zwar zu Wulgrim wollte ich nochmal hin. Aber nicht Schlangenloch, nein. Ich wollte nämlich was kaufen. Und zwar, ihr seht, ich habe 16.000 Seelen. Und dann kann ich mir nämlich auch. Eine ausgezeichnete Wahl. Du verhandelst äußerst geschickt, mein Freund. Ich müsste jetzt eigentlich 2 Trophäen kriegen. Zornmaschine. Und sagt mir jetzt nicht die andere. Kampf erprobt. Oh, Gott sei Dank. Ja, das sind nämlich 2 Trophäen. Warte mal eben. Hey, bei Dark Souls habe ich sogar jetzt am meisten Trophäen. Mit 91%. Hier ist eben halt
Dark Rider, 100 Meilen rennen und hier ist Horseman, 150 Gegner töten. So, Kampferprobe. Bringen Sie alle Waffen auf höchste Stufe und schalten Sie alle Kampfübungen frei. Das heißt, man muss alles, wirklich alles kaufen. Das andere ist Zornmaschine gewesen. Sammeln Sie alle Zornkräfte, einfach nur auf Stufe 1 kaufen. Das wollte ich euch noch gezeigt haben und ja, als nächstes machen wir wirklich nur noch die... Das Rennen mache ich noch und danach kommt 150 Meilen, kommt das Freiluftparken. Also bis gleich. So, langsam reicht's mir hier. Das hier ist jetzt schon der dritte Versuch, das hier zu machen. Ihr müsst hierbei wirklich bedenken, langsam aber sicher gehen mir aber auch die Ideen aus. Wir müssen hier 5 Dämmungsflügler, also diese Viecher hier. Müssen wir in der Luft umnieten, ohne den Boden dabei zu berühren. Und ich denke mal, das habe ich jetzt eben gerade ausdrücklich geschafft. Und meine PS3 will mir die... Jetzt habe ich es den. Endlich, Überflieger. Diese Trophy, ich habe die jetzt schon 3-mal ausprobiert. Ich habe übrigens schon 94%. Töten Sie 5 Dämmungsflügler, ohne den Boden zu berühren. Ja, das habe ich jetzt eben gerade gemacht. Das ist also jetzt auch im Kasten. Improvisierte Morde fehlt mir noch. Freiluftparken, das werde ich noch machen. Das werde ich beides allerdings aus Dings machen. Dann fehlt mir noch diese versteckte Trophäe, die werde ich gleich offscreen machen. Und Lufträuber fehlt mir noch. Und dann habe ich alles. Dann habe ich 100%. Ja, wir sehen uns dann das nächste Mal bei einem New Game wieder, wo wir dann eben halt uns die Trophy dann holen, Freiluftparken. Dieses Mal auch wirklich. Weil alles andere können wir nur noch in ein New Game Plus quasi machen, weil improvisierte Morde kann ich merkwürdigerweise hier nicht mehr machen. Das Problem ist nämlich, dass die ganzen hier zum Beispiel diese Straßenlaternen und sowas, die kommen nicht wieder bei mir. Die wollen einfach nicht wieder erscheinen. Zumindest dort, wo ich sie haben möchte. Ich meine, ich kann hier auch welche jetzt quasi holen. Das werde ich auch noch machen. Ich werde hier noch so ein bisschen welche umnieten. Und mal gucken, wie das sich dann hier verhält. Und ja. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann das nächste Mal bei Freiluftparken. Bis gleich. So, da sind wir jetzt auch. Endlich mal bei Freiluftparken. Ich habe hier schon ein Auto bereitgestellt und hier müsste jetzt eigentlich jeden Augenblick dann ein Heli kommen. Ich hoffe, dass jetzt ein Heli kommt. Ansonsten habe ich ein kleines... Da war der Heli! Nein! Da fliegt er auch gerade. Ja, da flog er weg. Super. Wir müssen nochmal neu starten. Ich glaube allerdings... Ja, ich kann das auch wieder so laden. Also das macht kein Problem. Oder vielleicht doch. Wenn nämlich der Heli jetzt kommt, das wäre cool. Da kommt er! Ja! Bams. 3, 2. Und da haben wir jetzt Freiluftparken. Juhu! Damit haben wir endlich die Trophäe. Und ja, es fehlt uns eigentlich nicht mehr viel. Wir haben 97%. Die Platinum fehlt uns noch. Lufträuber fehlt uns noch. Das werde ich noch machen. Und improvisierte Morde, das werde ich auch noch machen. Irgendwie, keine Ahnung.
Auf jeden Fall, ich freue mich und sage bis gleich.